Okay, das war jetzt etwas dumm, aber hey. Wollen wir es eben kurz einmal auslaufen lassen? Muss ich eigentlich mal einen Ring anziehen oder so vielleicht? Nee. Ich habe jetzt nur diesen Wolfsring an. Hast du noch andere Ringe? Den verrosteten Eisenring. Den kannst du mal anziehen. Okay. Jetzt habe ich ihn angezogen. Oh. Mokros sieht immer schwarz bei mir. Ich weiß gar nicht, was er hat. Wenn Fink nicht einfach da stehen bleiben würde, dann würde ich auch gerade runterfallen. Oh, ich habe wieder das Menü aufgehabt. Das ist immer schlecht. Das ist, weiß nicht, das wird wahrscheinlich der Running Gag. Na, Menü? Das ist schon der Running Gag. Ja, vermutlich. Wanderer, Da müsste das Wanderer-Outfit. Ja, habe ich. Genau. Und damit haben wir es auch fast schon geschafft. Jetzt muss ich zu Havel, ne? Nee, Havel ist ganz weit oben. Wir sind ganz weit unten. Ja, aber den soll ich doch holen, bevor wir in den Sumpf gehen. Oh nein, das sind so viele. Nein, nein, das haben wir schon. Nee, das haben wir jetzt schon. Das solltest du dir holen, bevor wir nach Anor Londo gehen. Achso. Das wäre ganz gut. Also die sind ja eklig, die Dinger. Ja, und die respawnen immer. Also das heißt, sie kommen immer wieder. So. Ja? Ja, fast haben wir's. Ja, ich bin hier bei dir. Fast. Nicht runterfallen. Wir müssen nur noch hier durch. Ich glaube, da kommt Mathilde oder so ähnlich, ne? Genau. Ja, wollen wir dann mal weitergehen? Ja, aber da sind ganz viele von den Viechern. Ja und? Ja, ich dachte, wir machen sie vielleicht nicht alle gleichzeitig. Das ist immer schlecht. Da kommen aber auch sehr viele von den ekligen Dingern. Ja, die Mücken sind nicht so wichtig. Was bekämpfst du denn da jetzt? Ich bin runtergefallen. Dann habe ich mir gedacht, dann kannst du das Ding auch töten. Okay. So, wie viel Estus hast du noch? 9. 9? Ja. Im Ernst? Ja. Ach, Schwede. Wieso? Dann können wir theoretisch noch ein bisschen durch die Gegend gehen. Nein, kann ich nicht, weil die mich jetzt gleich töten. Weil jetzt bin ich vergiftet. Jetzt werde ich sterben. Ja, bin ich dran. Willkommen im großen Sumpf. Ganz im Ernst, spar dir die Dinger. Welche Dinger? Spar sie dir einfach. Jetzt habe ich schnell einen. Genau die Dinger. Ja, ist egal, jetzt habe ich einen gegessen. Getrunken. Vergiftet sein ist nicht schlimm. Aber man muss es auch nicht herausfordern. Das ist richtig. So, komm mal mit, komm mal mit. Ja, ich komm mit. Ja, warte mal, gerade bei mir. Ich möchte dich ganz schnell ans Lagerfeuer bringen. Sehr viel günstig, ja. Können wir erst warten, bis die Vergiftung wieder runden ist? Nein. Ist völlig gut egal. Ja, los, dann schnell aber. Hurtig. Gewöhn dich dran, vergiftet zu sein. Ich sag's dir nur. Ja, hier ist das doch. Bitteschön. Ja, toll. Kommt jetzt nicht die Mathilde? Ja. Die kommt, wenn du etwas weiter geht's, ja. Das so. Lohnt es sich hier das zu entfachen? Ja. Ich sitze da etwas merkwürdig. Guck mal, wie ich sitze. Mit dem Fuß. Guck mal eben schnell. Ja, ich weiß. Das ist der lustige Bleitauen-Schneidersitz. Soll ich das einmal entfachen vielleicht? Ja, mach das bitte. Oh, ich habe keine Menschlichkeit. Also um die 10 Estus wird es schon okay, wenn man da 10 Estus investiert. Nicht 10 Estus. Wenn man da 10 Estus rausholt. Es ist so schwierig. Ich hasse es. Musst du da jetzt alleine nochmal hoch, runter? Es sei denn, du kommst doch mal hoch. Ja, sicherlich. Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich liege übrigens am oberen Bonfire, falls Fink meine Hilfe möchte. Lincoln ist da. Nice. Ich gehe derweil mal irgendwie weiter.
Kommt hier nicht Ja, die gehen wir ein bisschen Mathilde? erkunden. Die kommt auch irgendwann, ja. Also ausweichen kann ich ja wie keine zweite, ne? Oh, die wilde Mathilde kommt. Nein, die wilde Mildred. Was erzähle ich denn hier? Die wilde Hilde. Okay. Die wilde Mathilde hat aber auch was. Ja, ich weiß. Alter, könnt ihr mal alle verrecken hier gerade bei mir? Jetzt bin ich tot. Wenn Also ich. diese Ja, ich Fliegen, auch. ne? Die Fliegen sind ja nervig. Warum sind denn die Fliegen so doof? Aber die Fliegen sind genau das nervig. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, bevor die wilde Mildred hier wieder kommt, würde ich schon ganz gerne einmal kurz das, Die wilde Mildred, die kommt nur, wenn du menschlich bist. Achso. Ja, das wäre aber günstig, dass ich da was kriege, ne? Und die kannst du ja, glaube ich, nur beschwören. Die kannst du nur im Bosskampf beschwören, wenn du sie vorher umbringst. Ansonsten ist die wilde Okay. Mildred die wilde Mildred. Und wieder Blödsinn hier. So viele Seelen. Ja, gibt doch ein bisschen was aus. Ich muss immer denken, das dauert immer so ein bisschen. Ich kann da so ein bisschen merkwürdig aussehen im Gesicht. Wundert euch nicht. Ja, diese kleinen Seelen, zwei Untote, ne? Die kann ich ja mal weghauen. Hast du ihn denn geholt? Nee. Wie nee? Bin gerade nicht menschlich und habe wenig Menschlichkeit über. Dann musst du mir nicht immer alles geben. Ne, ist schon okay. Ich bin auch quasi fast unten, aber danke, Linkhorn. Och, jetzt. Ich kann Menschlichkeit droppen, hat er gesagt. Das ist aber jemand, der ist sehr freundlich. Ich sage nie was Das wieder. ist wirklich nett, ja. Ich will jetzt die milde, wilde Mathilde. Weißt du was? Nee, ne? Nee, ne? Was denn? Du bist oben, sagst du? Ich habe sie tot gemacht. Die wilde Mildred ist jetzt mein. Nice. Müsst du auch wieder einen Sack voller Dings geben. Menschlichkeit erhalten. Sag mal Seelen Schlachtermesser. an. Ja, das auch. So, Linkhorn. Das machen wir gerade mal. Ich mach den Boss eben mal. Oh nein. Doch, gehen wir ein bisschen auf Erkundungstour. Ja, ich gehe ja, aber ich möchte nicht unbedingt. Kann mir denn irgendwas Furchtbares hier passieren? Außer dass ich sterbe? Eigentlich nicht, oder? Du kannst ja mal spaßeshalber den Eisenring abnehmen und Nein. durch den Sumpf machen und sehen, was dann so passiert.
Und Linkhorn, die Menschlichkeit, also Menschlichkeit brauche ich nicht. Ich habe noch genug. Danke. Hört er das? Diese scheiß Bienen, ne? Die gehen mir echt auf den Sack. Ich bin nicht so der Bienenliebhaber. I, was ist das denn da hinten? I, das ist so ein Egelwurm. Ja. Die Würmer sind super übrigens. Warum? Diese Egel oder wie auch immer die heißen, die droppen große Scherben. Nein, bei mir nicht. Ja, große Scherben oder grüne Scherben. Nee, hat gar nichts gedroppt. Droppen die aber ganz gerne mal. Ja, bei mir anscheinend nicht. Meine Güte, bist du ungeduldig. Mein Uchi ist besser. Also, da brauche ich dreimal zuhauen, dann ist alles tot. Jo, gut. Auf jeden Fall. Mit Hilfe der großen Scherben kannst du deinen Uchi, was ja glücklicherweise schon auf 6 ist, Ich mag dieses Geräusch nicht. upgraden auf. Kannst du es upgraden auf plus. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Du kannst es auf jeden Fall upgraden, meine Güte. Plus 10. Ja, aber da gibt es ja nur einen Egelwurm. Ah, im Sumpf gibt es noch ein paar mehr. Was ist das denn? Drachenüberreste überrühren? Was ist das denn? Da könntest du jetzt jemanden beschwören zum Duellieren. Nein, möchte ich nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Habe ich junger mir. Mann, aber nein. Linkhorn. Seid ihr jetzt unterwegs oder was? Ja, Linkhorn scheint gerade irgendwie abgestürzt zu sein. Tja. Ist auf jeden Fall nicht mehr da. Aber danke für die Hilfe, Linkhorn. Ich bin fast schon unten. Ab jetzt schaffe ich es alleine. Dankeschön. Wir machen Spaß im Zauberwald. Warte mal, was sollte ich? Beweglichkeit, ne? Entschuldigung. Aber wie gesagt, du kannst, bis ich unten bin, kannst du dir hinten bei den Egeln Ja, ich gehe da jetzt ein immer hin. bisschen die Zeit vertreiben. Die mildere, die kommt jetzt ja nicht mehr. Nein, die kommt nur einmal. Hat den Vorteil, dass wenn du ein paar davon findest, kannst du deine Waffe upgraden und stärker sein. Scheiße. Was denn Scheiße? Ja, ich nutze die Zeit jetzt einmal. Was ist das denn da? Ne, da will ich nicht hin. Aber diese dummen Kackmücken, ne? Wie in der echten Welt. Bist du runtergefallen? Bist du runtergefallen? Was machst du denn? Ich bin die vorletzte Treppe runtergefallen. Da hinten stehen ganz große Gegner. Die habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Und die stehen auch hier. Oh Gott, da kommt ein großer Stein. Nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich bin ein ganz nettes Mädchen. Da geht es Gehen. übrigens zum Boss. Ach so, schön. Wer kommt denn da? Lass es von mir ab. Quilek oder Kellogg oder wie auch immer man ihren Namen Quelaag. ausspricht. Ich glaube Quelaag, oder? Ich sag Ja, immer ist ja gut, Quilek. ich gehe ja schon. Aber mit Boss-Aussprachen ist das immer so eine Sache hier. Ornstein ist ziemlich klar, wie der ausgesprochen Ja. wird. 1000 Gummipunkte für den, der mir die richtige Aussprache von dem anderen sagt. Ich werde die Smoke. Smaug. 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 Siehst du, ich nenne ihn zum Beispiel immer Smoke, weil. Weil. Oh no, was muss man denn bei der so beachten?
Viech kann ja angreifen. Was? Hm. Mann. Schon nach hinten durchgegangen beim Feuer? Welchem Feuer? Von Smaug Ja, ist die ja. richtige Aussprache unbekannt, da sein Name im Spiel nie ausgesprochen wird. Ja, aber man kann es ja so. Ich glaube, es ist so dieses GH. Das müsste man vielleicht mal Mokros fragen. Der ist ja Engländer. Der müsste das doch wissen eigentlich, oder? Eigentlich, vielleicht, möglicherweise. Dieser scheiß Wurm hinterlässt mir nichts. Ja, es gibt hinten noch ein paar mehr Würmer, Ach so. wenn du dich da an der Ecke lang bewegst. Und eigentlich droppen die mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit. Ja, bei mir nicht. Du hast auch gesagt, die Ratten, ne? Haha, lustig. Also in der oberen Hälfte da, da gibt es ja immer Ja. diese Ratten, ne? Das sind, Ja. glaube ich, insgesamt, wie viele, Das G stumm, oder also so. Smo. Das G wäre Also stumm. Small. Smo. Small. Smau oder Smo. Smo, glaube ich eher, oder? Smo. Smo. Auf jeden Fall, ja. Oh, hier geht's auch noch lang. Oh, da sind noch mehr von den Jeden Egeln. Fall gerade entfernt. Genau. Und die Masse macht's halt, ne? Also einer davon droppt das schon. Und bei den Ratten, also das hat schon gedauert. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas droppt, hängt auch davon ab, wie viel Menschlichkeit du mit dir Zwei. rumschleppst. Ja, wenn du 10 mit dir rumschleppst, ist das gemaxt auf eine Item-Finde-Wahrscheinlichkeit von 210. Es gibt tatsächlich einen Item-Finde-Wert. Keiner hat was gedroppt. Ich bin total Item-Drop-Wahrscheinlichkeit. todtief traurig. Ja. Ist okay. Da sind ja noch mehr. Auf jeden Fall gibt es noch einen Ring, der das dann hochpusht auf 410 und dann droppen die Ratten und die Viecher ganz schön häufig Dachte schon gerade. irgendwas. Oder sind ja Tausende von denen. Und wenn du es hinkriegst, dir ein paar große Scherben zu farmen, Aber die Masse macht es auch hier wieder, ne? dann In der Masse sind sie wieder stark. ja, natürlich, klar. Individuell sind diese Maden kein Problem. Aber die Masse. Eine große Scherbe. Na, die lag Jawohl. da aber. Damit kannst du dein Uchi schon auf plus 7 upgraden. Wird es dann irgendwann auch mal leichter, wenn ich vielleicht eventuell stärker mache? Oh Gott. Ich muss da weg. Ich muss hier. Was wird leichter? Das zu handhaben? Nee. Warum nicht? Also die Art, wie du dein Schwert schwingst, ändert sich nicht. Nein, aber wird es dann leichter von dem ganzen. Also. Jetzt tritt sie wie verrückt, was sie ansonsten nie macht, ne? Also ich verstehe diese Frau einfach nicht. Gut, wie im echten Leben. Ja. Hast du was gerade gesagt? Puh. Bist du unten? Ja. Bin bei den Würmern, wenn du mich suchst. Ich habe ein einziges, weil das da lag. Die beten aber alle diese Steine anscheinend auch an. Kann das sein? Also die Sache ist die, liebe Coco. Wenn ich dabei sein soll, musst du mich beschwören. Ja, warte mal, ich kann jetzt gerade nicht. Mach mal die Würmchen fertig. Jede große Scherbe, die droppen. Ich habe 1A. keine einzige gekriegt. Dafür habe ich eine Das Schneide ist. aufgehoben. Und ich gewöhne mich jetzt an das Vergiftungsgeräusch. Letztendlich ist es nicht so ganz dramatisch. Ich glaube, bei Dark Souls 2 war das. Warte mal, da steht ja Plündern. Das sieht man ja gar nicht. Also bei Dark Souls 2 ist das Gift tatsächlich um einiges schlimmer. Dafür gibt es bei Dark Souls 1 halt diesen Toxic-Zustand. Und der nervt halt Hallo total. Boss-Tiger! Genau, das habe ich gerade gesehen, dass der eine was gedroppt hat. Was ist da hinten auch? Jetzt muss ich nochmal zurücklaufen. Ich werde sterben, weil ich nur noch zwei Estus Flask habe, aber hey.
Muss ich alle noch mal einmal so anrempeln, dann sieht man das ja. Oh, tatsächlich, er hat recht. Das sieht man aber echt schlecht. Ja, das sieht man wirklich schlecht. Also, liebes Bethesda, Spielmacher, Game. Nee, das ist ja nicht Bethesda. Was sehe ich denn da gerade? Nee, FromSoft. Ich hätte jetzt Havok gesagt, das wäre, aber das ist ja die Engine, ne? Genau. Liebe FromSoft-Entwickler, möchtet ihr mich haben? Ich teste. Aber ihr müsst es auf super easy stellen. Ja, die bringen ja ein neues Spiel raus. Sekiro. Was? Sekiro. Das ist ein neues Spiel, was die rausbringt. Ja, aber ganz ehrlich, ich hätte lieber, dass sie noch ein weiteres Dark Souls-Spiel machen, oder? Also ganz ehrlich mal, also für mich ist das so schade einfach. Man entdeckt es halt gerade und... Oh, hier sind ja noch mehr Würmer, die habe ich gar nicht gesehen. Mhm. Bist du an so einem Baum, wo es da so am Baum hochgeht? Ja, ja. Ja. Da sollst du hoch. Cool da. Nee, ich gehe aber nochmal zum, ich gehe aber nochmal zum Dings einmal, weil ich keine Essensflasche mehr habe. Nee. Geh da mal hoch. Das ist schon... Du... Geh da mal hoch, vertrau ja, mir. Ja, ich bin da, ja, ja. Genau. Da liegt so eine Leiche, glaube ich, ne? Da liegt keine Leiche. Nicht? Was liegt denn da? Da geht's in so eine Spinnen... Doch, da ist jetzt eine Leiche. Soll ich da reingehen? Ja, soll ich dir vertrauen? Ja, mach mal. Da gibt's eine... Da gibt's die erste Wand. Nee, die Plankenschild gibt's da. Ja. Aber hier bei den... Ja, ich bin durchgestoßen. Bei den Wänden. Ich bin durchgestoßen. Nee, wir hatten ja schon mal eine. Oh, warte mal. Mhm. Jetzt müssen wir gucken. Ja. Aber... Da ist eine Truhe, ne? Ja, ja. Okay. Ja, im Stream sehe ich's noch. Atmet sie. Mach es. Das ist doch hier, das ist doch eine Mimik, oder? Verarsche mich nicht, ich sehe nämlich keine Dings. Du siehst keine Kette? Na, die geht einfach nur so runter. Trick. Einmal draufhauen. Trick drauf. Richtig. Und was dann, wenn die jetzt kommt? Du, wenn es dich angreift, ist es ein Mimik. Nichts passiert, es ist eine Truhe. Oh, jetzt habe ich gegen die... Kannst du aufmachen? Nicht alles täuscht, ist Doppelmenschlichkeit drin? Nee, da war eine Wand hinter. Richtig. Und jetzt würde ich gegessen. Nee, wirst du nicht. Es gibt bald einen neuen Stuhl, da sieht man mich etwas besser. Da muss ich nicht hier so rumhoppeln. Darf ich da weitergehen oder ist es furchtbar? Eine Animation. Es kursiert das Gerücht, dass im Verlauf dieses Jahres noch ein Souls-like-Spiel von From Software angekündigt wird. Der eine Wurm hat... Ja, genau, der eine Wurm, das ist okay. Soll ich da weiter jetzt laufen oder lieber nicht? Doch, doch, weiter. Da ist ein Bonfire. Ach so. Ja. Und da geht's... Die große Leere. Genau, da geht's in die große Leere. Ich fühle mich auch oft sehr leer, wenn ich beispielsweise arbeite. Da möchte ich aber nicht runterhüpfen. Die große Leere ist ein Wirrwarr an... Ästen und verastelten. Ach, das sind doch hier Mutter und Tochter, ja, gibt's da, glaube ich. Nee, Mutter, Sohn und Tochter, oder? Nein, nein, das ist in den Katakomben, wo wir später reingehen. Kommt da irgendwas Furchtbares jetzt? Ich habe immer Angst. Was? Nee, also, da würdest du da bitte noch nicht runtergehen. Nein, ist gut. Soll ich hier einmal eine Menschlichkeit entzünden? Nee, soll ich rasten? Das brauchst du wirklich. Rasten kannst du machen, um deine Estos aufzufüllen, und dann wäre es cool, wenn du zu dem anderen zurückkommst. Dann. Zu dem, wo du herkommst, quasi. Achso, wo du noch bist. Kanalisation. Genau, wo ich warte. Okay. Jetzt sind die Würmer ja wieder da, ne? So, da gibt's auf dem Weg, ja. Da gibt's auf dem Weg, gibt's, wenn du nach unten gehen würdest, gibt's ein paar Items und so. Das Problem ist, ich kenne nur den Weg nach unten. Den Weg nach oben kenne ich nicht. Okay. Ehrlich gesagt, ich möchte den Weg nach oben auch nie gehen. Warum? Ich weiß auch gar nicht, ob es möglich ist, den zu gehen. Da sagt mir bestimmt Link und gleich was. Also, auf irgendeine Art und Weise muss es ja möglich sein, da wieder hoch zu gehen. Also, ich habe tatsächlich jetzt Friede mit Schandstadt. Ich finde das gar nicht so schlimm. Das kann ich echt sagen. Ja. Ich bin froh, dass wir durch sind. Ja, es ist möglich, den zu gehen, ne? Genau. Meine ich nämlich auch, weil ansonsten würdest du dich da softblocken, wenn du nicht gehen könntest.
Schänze da unten und du kannst nach oben gucken. Was jetzt nicht das Schlimmste ist, weil das Gebiet da unten ist wunderschön. Oh, ich habe den Wurm weggehüpft. Oh, ich habe so viel gekriegt. Große Scherbe, große Scherbe. Oh Gott. Schön. Oh ja. Yeah. Mach Mama glücklich. Wer hat das denn gesagt? Das Gebiet da unten ist besonders, sagen wir es mal so. Also für mich persönlich. Ich weiß nicht, ob ich mit 4 Estus Flask noch hier rumlaufen sollte. Du kannst ja zu dem Bonfire gehen, da wo man Sam. Nö, ich hole die jetzt ein bisschen hier hin, die Würmer, und dann. Ich habe sowieso das Gefühl, wenn man einmal vergiftet worden ist, dann wird man nicht großartig mehr vergiftet. Nö. Nee, nee. Dann ist. Man muss, glaube ich, auch wieder wirklich nur diese Angst einfach davor verlieren. Ganz genau. Und das bisschen an Lebensenergie, was du verlierst, das ist zwar ärgerlich. Aber das Gift ist so langsam wirkend. Macht überhaupt nichts. Geh ich nochmal die Runde da rein. Boah, ich habe noch 3 Äste. Na, ich habe nur noch 3, das ist immer ein bisschen doof. Wenn, dann gehe ich da mit vollen rein, also, denke ich mal. Ja, das ist ein super Spot, um große Scherben zu farmen. Vor allem am Anfang des Spiels. Später finde ich das in Ulas Segel besser. Keine Ahnung, wo das ist. Wer jetzt weiß, genau, wer jetzt weiß, was das ist, der weiß vielleicht, was ich meine. Aber jetzt trinkst du natürlich was, weil ich mich verdrückt habe. Hast du was für mich, kleiner Wurm? Die glänzen so schön, die scheinen alle aus Gold zu sein. Ja, ne? Es ist eine Möglichkeit, den zu gehen, tatsächlich nach oben. Hoppeln ist auch schön, vor allem mit dem Hasen auf dem Pullover. Ja, der Hase auf dem Pullover ist toll. Das darf ich auch eigentlich nicht mit Schokolade oder so essen. Wenn der nämlich einmal versaut ist, dann kann ich ihn nämlich nie wieder sauber machen. Meine Mami wohnt dazu weit weg. Die Sache ist auch die, wenn man nur den Kopf oben von dem Hasen sieht, ne? Ist es ein Hase oder ist es eine Ente? Das ist aber gut. Ich weiß, was du meinst, aber ich würde zu dem Zeitpunkt nicht einfach kaufen. Nö. Bist du geizig zu, muss ich ehrlich sagen. Aber diese Mücken sind genauso nervig wie große Scherben. Ja, ab dem Zeitpunkt kann man die wirklich kaufen, aber ich bin da auch zu geizig für. Außerdem, irgendwas muss ich ja machen. Was machst du denn? Zum PvP da in Ulasil eingeladen werde. Und ich auch große Scherben fahren. Von Linkuren. Vom PvP eingeladen werden. Also zu normalen Bedingungen. In Ulasil. Wenn ich in Ulasil rumsitze und mein rotes Samsein gesetzt habe, dann fahre ich halt immer noch ein paar große Scherben, weil. Und noch eine gefunden. Nein, da sind wieder die Dinger. Das tat uns nicht so gut, geht er weg. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hin muss. Ach doch, hier. Ach so, also man könnte auch hier bei den anderen, glaube ich, so ein bisschen hin, ne? Also hier bei dem anderen, da ist so ein Aufzug. Ja, das ist die Art und Weise, wie wir Schandstadt verlassen. Hä, ich dachte, wir müssen erst noch den Boss machen. Oh nein. Ja, wir machen auf jeden Fall vorher noch den Boss. Sitzt auf jeden du Fall machen wir den Boss. Nee. Wo sitzt denn du? Ich sitze nirgendwo. Ich bin ein Zeichen in deiner Welt. Warte mal, ich muss einmal ganz kurz ein bisschen aufsteigen, weil 400 habe ich jetzt noch. Und das wäre ein bisschen doof, wenn ich jetzt da einfach mit so viel rumlaufe. Dann kann ich ja auch einmal den Mondlichtfalter rein. Ja. Welches Soul-Level bist du denn? Warte mal ganz kurz. Ich werde mal 2, 3 ploppen. Oh, das war vielleicht ein bisschen viel, na gut. Ich bin 41. Ach, von den Seelen. 41? Mhm. Okay. Ich sollte jetzt vielleicht mal ein bisschen stärker machen, weil es immer noch auf 18 ist. Also, wenn du beim Katana bleibst, wirst du nie mehr Stärke brauchen als das, was du gerade hast. Wie, nur noch 2 Level? Linkor macht mir schon wieder Angst. Ich werde das Spiel jetzt immer noch im Offline spielen. Nein, das finde ich doof. Ich möchte nicht. Nein, ich möchte nicht. Muss ich dann PvP machen? Nein. Nein, musst du nicht. Der macht mir Angst. Dann mache ich jetzt Beweglichkeit nochmal 1. Ja. Oh nein, also Resistenz. Wirklich, wie gesagt, nein. Wenn du bei...
Wenn du beim Katana bleibst, brauchst du Stärke nicht mehr steigern. Das ist dann wurscht. Ach so. Kannst du dich auf Beweglichkeit, Stamina, also Beweglichkeit, Ausdauer Da und bin ich wie Lebensenergie. ein flinker Ninja. Ganz genau so sieht's aus. Und pass auf, wenn wir dir später noch den Ninja-Flip-Ring holen, dann geht's richtig ab. Da kann man so merkwürdig nach hinten und so, ne? Ja, Oder so nach genau. vorne, Warst du blub, blub. schon hier hin? Warst du schon hier Nein, hinten? da bin ich nicht, da habe ich mich nicht hingetraut. Ah, doch, hier ist cool. Ja, das Havel, guten Morgen. Nein, Havel ist bei der Undead Burg. Ach genau, das ist eine Kiste, die kann ich aufmachen. Das habe ich ganz vergessen. Richtig. Was war denn da nochmal drin? Guck mal, und da checkst du nicht nach dem Mimic? Nö, das habe ich ja gesehen. Das wusste ich von Holly. Das hat er gestern, das habe ich mir gestern nochmal schön um 3 Uhr morgens angeguckt. Machst du Sachen, ey? Um 3 Uhr Habe morgens, ich ja. geschlafen? Ich konnte. Du hattest mich ja gefragt, was ist jetzt passiert? Ach so. Dafür war ich um 7 Uhr schon wieder wach und habe Dark Souls gespielt. Von Naja, daher. ich habe, also da muss man sagen, ich konnte nicht einschlafen. Du hast mich ja dann noch gefragt, na, kannst du denn jetzt schon einschlafen? Ich so, ja, kann ich schon. Konnte ich nicht. Überhaupt nicht. Genau, ich habe doch gesagt, ja, du brauchst noch ein bisschen Zeit zum Runterkommen. Nö, ich bin völlig entspannt hier. Ja, aber echt, ey, voll dumm. Guck mal, aber wie selbstbewusst ich jetzt dahin gehe und vorhin hatte ich Angst. Ja. Ich liebe mein Katana, ich werde es nie wieder. So, Wo bist du bevor wir denn? jetzt den Boss machen, müssen wir noch eine andere Sache machen. Ah, oh, ich komme ja schon. Ist sonst auf dem Rückweg alleine ist die Ätzend. Wir müssen uns halb auf dem Dings hier hoch. Und es kann sein, Guck dass mal, wir ich eben noch bin einen in deinem zweiten Versuch Hintern. brauchen. Was ist da denn? Übrigens, wir sind ja durch die Kanalisation nach Schandstadt Wo gekommen, muss ich ne? hin? Du bist weg plötzlich. Und ich glaube, ja, ich bin über dir. Keine Panik. Und ich glaube, Schandstadt ist die Kanalisation von der Kanalisation. Deswegen ist Wie das hier komme so ich hier scheiße. weg? Runterrollen, runterrollen, rollen, rollen. Was? Ich bin einfach Jawohl. gegangen. Roll doch! Ich bin gegangen, hey! Okay, so. Hier bin ich. Hi. Wie bist du da hingekommen? Bin Wir ich holen dir kann, ich kann nämlich da jetzt nicht eine. hin. Warte mal. Was? Oh, da ist schon wieder so eine Zecke. Ja, okay. Wir holen dir jetzt eine Feuerhüterseele. Ja, das wäre vielleicht günstig. Ja. Das ist schon immer schön, dass Kannst du du zwar wir noch nicht. sagst, aber ist okay. Wir holen dir jetzt eine Feuerhüterseele. Was, darf ich schon wieder nichts machen? Ich gehe schon mal hoch. Verstanden wir? Hoch? Nee. Nein. Guck mal, wie das aussieht. Sieht nicht gesund aus. So. Bleib mal, wo du bist. Wieso kommt Bleib da mal wieder so da. ein Dicker? Weil es. Hast du noch eine Dings mit Blüte? Ja. Warum? Hast du noch eine mit Blüte? Ich habe noch Das Tausende ist mit gut. Blüten. Warum? Weil ich nicht. Willst du die haben? Einen hätte ich gerne, ja. Wie kann ich das machen? Mord verfudelt. Verfuselt. Wie soll ich das denn machen? Komm, soll ich das machen? Ich kann ja nicht vergiftet werden. Hallo. Kannst gar nicht vergiftet werden? Nö, der kann auf mich schießen, mir macht das nichts. Wirklich? Ja, so ein bisschen tut das weh mal. Komm. Jetzt bin ich Genau, komm mal hier. giftig. Jetzt habe ich aber Angst. Das war unnötig. Ja, ich habe keine Angst vorm Gift mehr. Alle jammern. Oh nein, du wirst von der Mama, mu, mu, mu. Schön. Oha, okay. Da liegt doch Kram. Ich muss erst gucken, wieder checken. Okay, kann ich auch machen. Obwohl da so ein Blutfleck war, ne? Ja, Linderung. lass dir Zeit. Ich, Was ist jetzt passiert? Ich bin tot plötzlich. Oh, es war das Gift. Ups. Wie gesagt, macht nichts. Ich bin davon ausgegangen, dass das. Ich bin davon ausgegangen, dass das ein paar Mal braucht. Entschuldigung. Ich muss was trinken kurz. So, aber die Rüstung, da haben wir, ne? Ja. Gut. Das ist eine schöne rote Rüstung. Was muss ich denn jetzt machen? Rote Robe und so. Wieder menschlich werden und mich holen. Aber die Feuerhüterseele, die holen wir dir auf jeden Fall. Einfach den Weg hochgehen. Ach so, Und aber dann kennst langsam. du auch schon. Ich muss ohne Witz, ich muss es Ja. langsam machen. Das geht nicht bei mir. Hops, pops, pops. Das geht nicht. Also ohne Scheiß. Jetzt bin ich hier total durcheinander. Ich Ja, das verstehe machen das wir auch ganz nicht. Also ich langsam. verstehe das auch nicht, wieso, also wie die Spieler so schnell hier durchschalten. Ich muss einmal Jahre brauche ich bis zu dieser Menschlichkeit.
Alles Gewöhnungssache. Aber du hast recht, Nach einer es Weile. kommt kein Mensch hier hin. Giftig ist nicht vergiftet, okay. Wer hätte das gedacht? Das wusste ich Gift. nicht. Also im Englischen ist es einmal poisoned für vergiftet und einmal toxic für wirklich. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Ach so, da war gerade Kacke am Dampfen. Richtig. Warum kann das denn nicht immer so sein? Warte mal, wo war das? Das war da. Du kannst langsam kommen. Ja, ich komme nach. Okay. Wenn irgendjemand einen Trick kennt, wie man diese Typen besser wegkriegt, soll es mir sagen, ich finde die ätzend. Das ist, die respawnen nicht, die. Also wenn man sie einmal erledigt hat, sind sie weg. Okay. Aber das ist, ey, die treffen dich, die staggern dich, egal wie viel Poise du hast. Ay, mir juckt's Also du gerade kannst im jetzt Ohr, mal ey. mit. Meine Herren, da das. Das ist geil. Du musst rollen! Was? Ich roll da immer runter. Warum? Du kannst einfach Also, gehen. ja, ich trau dem nicht so. Warum gehst du denn dahin? Müssen wir nicht dahin? Weil hier die Leiter Ach so, ist. da ist die Leiter, gut. Ja. Aber ich komme jetzt viel besser schon mal mit der Dings klar. So, hier ist die nächste Leiter. Warte, ich bin nicht so schnell. Aber ich glaube, die Bienen da kommen nur bis zur bestimmten Ebene mit, ne? Ja, ich glaube, die müssten auch jetzt. Nee, da sind sie noch. So, das war Nummer Uno. Dann bleibe ich halt hier stehen. Ja. I'm doing the safe way. Das Spinnenschild ist das einzige, bei dem wir es wirklich. Genau, das Spinnenschild. Aber ich weiß nicht mehr, wo es das Spinnenschild gibt. Das hat sich der Holly auch erst geholt und dann ist er nach Schandstadt gegangen. Aber Fink Ach möchte ja nicht auf so. mich hören. Ach, ist da noch jemand? Ich gehe schon so ganz unverfroren hin.